Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder weiter mit unserem Technikon. S wie Stoßstangenreparatur. Das heißt, Mike alias Dr. Klepp und ich sind wieder im Haus. Und wir machen heute mal etwas für die Nachhaltigkeit auf unserem YouTube-Channel hier. Ist einfach eine Thematik, die komplett unterschätzt wird, weil heutzutage jeder einfach gerne alles wegschmeißt und neu besorgt. Ob das Sinn macht, diese Stoßstange zu reparieren, ist auch ein anderer Punkt. Fakt ist, ihr werdet nicht glauben, wie einfach es dann doch ist, die Stoßstange zu reparieren. Und das wollen wir heute zeigen. Ne? Genau. Also, es geht um diesen wunderschönen Bus. Ich weiß nicht, wann das Video online geht. Der eine oder andere wird bis dahin sagen, TÜV ist abgelaufen. Ja. Noch ist er nicht abgelaufen. Wir sind nämlich noch im Juni. Das heißt, mit reparierter Stoßstange zur TÜV. So ist kein Problem. Also, geht auch so. Nein, war ein Spaß. Also, es geht darum, diese Stoßstange hat in den letzten 400.000 Kilometern von uns schon einiges miterlebt. Das hier war zum Beispiel die Box vom Anhänger. Wenn man zu dicht abbiegt mit Hänger hinten dran, ist sie da natürlich einmal reingerasselt. Hier ist überall schon was reingerasselt. Jetzt kann sie eigentlich mal ein bisschen Lack vertragen. Aber jeder andere würde einfach bei Kleinanzeigen oder eBay eine neue kaufen. Weil es geht nämlich genau um diesen Punkt hier, dass die so gerissen ist. Wir haben das Ganze schon mal gezeigt am Barren. Ja, genau. Und jetzt vorne war tatsächlich so oft die Nachfrage, ob wir das Ganze nochmal zeigen könnten, ein bisschen ausführlicher. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen das Ganze mal Technikon, weil da können wir nämlich rigoros alles zeigen. So. Erzähl mal, Mike, was müssen wir machen? Also, da sie so stark verformt ist, wie hier in dem Bereich, machen wir sie einmal warm, bringen sie in Form, lassen es abkühlen, dann haben wir die Form so, wie sie vorher war. Machen wir mit dem Holz, tun wir es glatt runter. Dann haben wir hier den Riss zum Beispiel, der endet hier und da. Die Rissenden anbohren, genau wie hier auch, den Riss anbohren, dass sie weiterreißt. Dann schleifen wir den Lack großflächig von der Beschädigung runter, machen da eine V-Kehle rein, also ein V, um die Klebefläche zu vergrößern und füllen das später mit Klebstoff aus. So wie von hinten dann ein Glasfaserfließ, kein Blech, weil Blech sehen sie ganz anders aus wie so ein Glasfaserfließ. Mhm. Und verstärken das Ganze von hinten dann. So ist die Reparaturmethode bei dem jetzt. Ist das eine Fuschreparatur oder ist das eine Reparatur, die schon Hand und Fuß hat und man definitiv machen kann? Weil wenn das lackiert ist, hält das auch wieder danach. Weil ja, ich denke mal, ganz viele denken mal, kleben ist immer nicht so geil. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, weil Kunststoffe kleben ist mal schwierig, aber mit dem Primer, also mit Primer müssen wir arbeiten als Haftung, ist kein Problem, das zu reparieren hier. Was denkst du grob Materialaufwand? Wie viel Euro? Ein Euro, ich sag mal Kartusche, sage ich mal, wenn ich eine Kartusche rechne mal, ich brauche jetzt circa eine Kartusche. Okay. Für 50 ml. Ja. Plus so ein Reparaturkit von euch eigentlich, wo alles drin ist mit Matte und so weiter. Also ich brauche dieses Glasfaserfließ, ich brauche diesen Primer dafür und brauche den Klebstoff. Ja. Das heißt ich ungefähr 50 Euro, 100 Euro, 200 Euro? Ich denke mal so 75 Euro. 75 Euro, okay. Nicht so circa. Was denkst du, Arbeitsaufwand? Ich glaube, für dich jetzt weniger, weil du es halt schon ein paar Mal gemacht hast. Für einen Laien, der das nach unserer Anleitung hier nachmacht? Zwei Stunden, drei Stunden? Also zwei Stunden brauchst du schon mit abbauen und das von hinten nochmal machen, weil... Ja. Aber ja, das wäre kein Problem zu reparieren. Der größte Aufwand bei dieser Reparatur ist quasi die Vorarbeit. Mhm. Diese Verklebung, das sind halt vielleicht 10 Minuten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 75 Euro plus 2 Stunden Aufwand würde mich jetzt nicht abhalten, weil eine Stoßstange kriegt man jetzt ja auch nicht einfach so, die fliegt ja einem nicht zu, die musst du ja auch organisieren. Vielleicht losfahren, weil Stoßstange verschicken ist auch immer so eine Sache. Ja, deswegen finde ich das schon cool und genau deswegen machen wir es heute auch und zeigen mal, wie man sowas bringen kann. Weil ich weiß, sowas ist öfter kaputt, als man denkt. Ja, man kann noch mehr machen mit der Kunststoffreparatur. Man kann nicht nur so Stoßstange reparieren, man kann auch im Tuning-Bereich was machen, dass man sagt, man macht solche Lufteinlässe wie beim AMG hinten rein. Das geht ja auch alles. Der erste T5 AMG. Okay, wir machen die Stoßstange, wir bleiben dabei. Okay, das heißt, das allererste in Form bringen. Achso, eine Frage, geht das bei jeder Stoßstange oder muss das besonderes Kunststoff sein? Nein, das geht bei jeder Stoßstange. Und gerade, dass die Problematik ist, es gibt ja auch Schweißen zum Beispiel. Mhm. Und die Problematik ist, bei Mercedes, die haben weißen Kunststoff, den kannst du nicht schweißen. Duroplast, und der ist nicht schweißbar, den kannst du nur verkleben. Und bei dem Klebstoff, den wir haben, halt, hast du keine Sorgen, auch später die Übergänge, dass sie sich ablösen oder ähnliches. Das haben wir hier in diesem Fall nicht. Okay, also geht. Ja, dann lass uns anfangen und erstmal ein bisschen in Form bringen. Genau, einmal warm machen, runterdrücken, los geht's. Also Schritt Nummer 1, warm machen, Kaffee trinken, abwarten. Jetzt haben wir schon mal eine Fläche hier. Einigermaßen in Form ist wieder. Mhm. Das können wir versuchen, mal hochzudrücken oder füllen mit Klebstoff aus, je nachdem. Das heißt, idealerweise, wenn es andersrum ist, dann von innen ein bisschen warm machen, auch rausdrücken. Kannst du von außen warm machen, aber von unten dann hochdrücken, dass diese Delle raus ist. Aber immer wieder krass, dass das Kunststoff dann doch wieder so seine ursprüngliche Form zurücknimmt. Ne? Weil man macht das ja immer warm, dann wird das so instabil und ich will niemals immer denken, dass das dann wieder fest wird. Na, hier geht es ja noch, bei GFK ist das Problem, das geht halt nicht. Aber auch GFK kannst du so reparieren am Ende. Ist auch kein Problem. Was wir jetzt machen?
Rissende anbohren, da, da, da und da. Und da machen wir einen Spalt rein, dass wir durchgucken können. Da machen wir die V-Kehle rein, Lack wegschleife, kleben auf reinen Kunststoff. Dann können wir von außen anfangen schon mal zu reparieren. Und später gehen wir dann rein von innen und verstärken das Ganze in Glasfaser fließt. Das war's. Warum bohren am Ende? Damit es sich weiterreißt. Damit der Riss unterbrochen wird. Auch diese Bohrung dann später mit einem V-Keil einschleifen. Das heißt, wenn man es nicht bohren würde, würde tatsächlich der Riss selbst mit Matte und so vielleicht wieder weiter aufgehen. Ja, das würde weiterreißen. Das heißt, eigentlich muss man auch überall, wo ein Riss ist, bohren. Genau. Einmal da durch, hammerhart, da durch, da durch, da durch. Da will ich auch echt wieder alles gehen. Okay. Ja. Das machen wir jetzt mal. Was für ein Durchmesser, ganz egal? 6 mm. 6 mm, okay. Woher weißt du jetzt, dass hier Ende vom Riss war? Erfahrung. Weil es sieht ja so ein bisschen aus. Ah, okay, verstehe. Jeder normale Mensch würde jetzt denken, gleich kommen die Kabelbinder und fertig. Ich kann es mir gerade noch irgendwie nicht vorstellen, wie das am Ende funktioniert, aber ja, ich bin gespannt. Ich schon. Du wirst überrascht sein. Am Ende kommt hier so das 120er Endrohr hin. So, das war's erstmal. Hallo. Jawohl! Der Gerät. Ja, wenn wir schon am Kleben sind, kann man gleich weiterkleben, oder? Genau. Geil. Ich habe die jetzt ein bisschen lockerer gedreht, ne? Ja. Dass da der Kleber noch zwischenpasst. Also kurz für die Zuschauer, wir machen hier weitere Resteverwertung. Das ist der, das ist der Kühler vom Barren. Nee, Aristo. Das ist nicht ganz. Der kommt aus Japan hier, ne? Ja, genau, der kommt aus Japan. Das ist die japanische Waffe hier. Und eigentlich ein schöner originaler Kühler, der war nur hier oben, der Schlauch ist halt gebrochen. Das hat man, glaube ich, in dem Video auch gezeigt. Und da sagst du, das kann man auch kleben. Das kleben wir jetzt ein. Da hast du eine kleine Hülse gedreht? Genau. Die kleben wir da rein, fertig. Was für ein Kleber? Kunststoffreparatur. Also eigentlich das gleiche wie auch in der Tür. Gleich machen. Weitermachen. Passt sicher. Kommst genau sicher. Richtig. Und das Geile natürlich mit der Hülse ist auch jetzt, wenn wir später da wieder einen Schlauch draufstecken und zusammenziehen, ist da halt auch gleich richtig Stabilität drin. Ne? Korrekt. Ich weiß nur nicht, ob das so vom Durchmesser oder was, ist das in Ordnung? Ja, das passt. Geil. Sieht aus wie eine Reparaturbüchse hierfür, ne? Vor allem hast du sogar die Phase versucht hier von da drin. Ja, ja klar. Da drauf zu gehen? Ja, maximaler Durchmesser, ne? Ach so, deswegen flutscht das hier auch so rein. Ja. Geil. Weil ein neuer Kühler wäre A, schwer bekommen zu kriegen. Schwer bekommen zu kriegen. Also wir hätten nicht so einfach einen bekommen. Und hätte dann auch, weiß ich, 300, 400 Euro gekostet. Ja. Also da kann man natürlich dann wissen wir noch nicht mal, ob es der richtige gewesen wäre. Und man vergisst auch immer, wie viel Frickelei das ist, bis das am Ende alles ja. wieder so zusammen ist. Ja. Und so. So einfach das Ding reinstellen, anschließend Schläuche drauf, fertig. Weil wir wollen ja fahren. Ja. Okay, Mike. Hier einmal kleben, aber wir machen jetzt erstmal da weit. Also Mike, als erstes hast du die Enden angebohrt. Erzähl mal, was du seitdem gemacht hast. Genau, Enden angebohrt. Den Lack drum weggeschliffen und die Beschädigung. Dann habe ich den Spalt vergrößert mit dem Bohrer. Danach habe ich nochmal nachgeschliffen mit 120 Papier. Danach habe ich mit dem Reiniger das Ganze abgereinigt und dann mit dem Haftvermittler dünn eingesprüht, um Haftung zu bekommen im Untergrund. Das ist immer der Moment, Mike, wo ich denke, jetzt können wir das Ding endgültig in die Tonne pfeifen. Oder willst du denken, dass das jemals nochmal wäre? Also ich muss sagen, jetzt kann ich mir schon eher vorstellen, dass man es reparieren kann, tatsächlich. Also witzig ist, es hat irgendwie so gar nichts mehr. Also klar, man weiß jetzt natürlich, hier war ein Riss, da war ein Riss, hier war ein Riss. Aber jetzt nehmen wir es einmal ab. Jetzt nehmen wir es einmal ab. Wir können von hinten schon mal, weil es recht lose ist, ein Glasfaserfließ hinterpacken. Dann können wir vorne auffüllen und später verschleifen und dann ist es schon fast fertig. Das heißt, der eigentliche Kleber wird übertrieben gesagt auch gleichzeitig unsere Spachtel- und Fugenmasse, der das alles verschließt und zumacht. Ja, du hast durch das Vlies hinter hast du von hinten Klebstoff und der verbindet sich mit dem vorderen Klebstoff da, was ich vorne auftrage. Mhm. Von vorne trage ich auf mit der Mischspitze, quasi wenn ich den Schrauben drin nehme, mit der Spitze Material bleibt, dass keine Luft ins Material geht. Mhm. Wie beim Spachteln. Ich möchte keine Luft einrühren in der Spachtelmasse zum Beispiel. Weil Luft dehnt sich aus und kommt immer noch hoch. Das will ich halt nicht haben, weil der wird dann lackiert. Ah, okay, das heißt, wichtig ist mit der Matte von hinten und dann von hier mit dem Kleber, dass man es wirklich luftdicht komplett verschlossen hat. Genau, quasi eingeklemmt den Kunststoff. Also die Stoßstange jetzt im Klebstoff. Hinter die Matte, von vorne der Klebstoff, dass wenn diese Phase hier dran, um meine Klebefläche zu vergrößern in dem Bereich, sonst hätte ich die Dicke des Kunststoffs nur und das ist mir zu wenig. Ja, ja. Okay, verstehe. Ja. Sieht schlimm aus, ist gar nicht so schlimm. Das wird richtig gut gleich. Stoßstange ist ab und geschliffen.
Das sieht jetzt nicht so nach so einem ganz normalen Schleifpapier aus. Was kannst du uns zum Schleifen erklären? Also beim Schleifen ist wichtig, dass du eine Körnung nimmst, nicht unter 120er Körnung. Mhm. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, ich erklär's mal, wenn du jetzt auf 80er oder 60er Körnung gehen würdest, hast du ganz extrem hohe Rautiefen. Und der Klebstoff ist eine pastöse Masse, sag ich mal. Und der ist nicht so flüssig, dass er in die Rautiefen kann, weil die Körnung zu grob war. Ah. Dann bleibt das bis zur Hälfte stehen ungefähr und sackt irgendwann später nach. Das kennst du vom Spachtel wahrscheinlich. Mhm. Wenn irgendwer mal gespachtelt hat und die haben es lackiert und nach 2-3 Wochen siehst du diese Steifkringel in der Oberfläche. Das ist dieses Phänomen, zu grob geschliffen für das Produkt, was man aufgetragen hat. Also maximal 120er. Also maximal 120er, ob jetzt hier so ein Schleifgitter oder ganz normal Schleifpapier, ganz egal. Das ist egal. Okay. Also 120, aber nicht weiter runter gehen auf 60 oder 80 oder sowas. Und dann ganz wichtig, habe ich von dir mittlerweile gelernt, reinigen. Reinigen, genau. reinigen. Genau, kein Bremsenreiniger, sonst habe ich Trennmittel drin, sondern mit dem Reiniger das Ganze reinigen, ablüften lassen. Und jetzt kommen wir zum Schritt, wir sprühen dünnen Primer auf, als Haftvermittler. Wenn der abgelüftet ist, dann legen wir die Matte, kleben wir die Matte hinten ein, zum Stabilisieren. Und dann tragen wir später von vorne auf. Was genau macht der Primer? Also man kann sich das immer vorstellen, ist der durchsichtig? Ja. Der ist transparent. Man kann sich das aber gar nicht vorstellen, dass irgendwas Transparentes da auf einmal so eine Haftung erzeugt. Ja, du hast ja verschiedene Kunststoffe heute im Fahrzeugbereich und dieser Primer macht halt die Haftung zwischen dem Kunststoff und deinem Klebstoff. Das heißt, da wird chemisch passiert da richtig was? Genau, das ist chemisch Primern. Es gibt ja noch, man kann es beflammen, mit Plasma bearbeiten. Wäre jetzt hier nicht möglich, weil das machen wir chemisch, was am einfachsten ist. Einmal dünn einsprühen, ablüften lassen und darauf kann ich dann verkleben. Ist das immer der gleiche Primer oder ist das ein spezieller Primer? Das ist der Primer okay. Für Kunststoffreparatur, genau. Das heißt, das ist jetzt nicht der gleiche Primer, wie man jetzt von einer Frontscheibe oder sowas kennt. Nein, das wäre nochmal was anderes. Das ist was anderes. Was du auch nimmst, den Primer zum Beispiel, wenn du jetzt eine Dichtnähte machst, Abdichtnähte, und du lässt sie länger wie 72 Stunden stehen, dann sollst du später auch mal mit der Spraydose, mit dem Haftvermittel drüber gehen und diese Dichtnaht wie ein Kunststoff behandeln, dass der Lack drauf hält. Das heißt, ganz wichtig, es muss natürlich ein Kunststoffprimer sein, weil wir Kunststoff haben. Ohne Primer, alles auf einmal. Das machen wir kurz. Primern und dann kommt schon die Matte drauf. Genau. Eine dünne aufsprühen. Nee, das war's schon? Das reicht. Weil es ist ja noch nicht mal so richtig benetzt, ne? Also das ist ja wirklich nur so. Das ist schon drauf genäbelt. Das glänzt überall, alles gut. Alles getroffen. Cool. Wie lange warten? 15 Minuten. Und nach 15 Minuten fangen wir an, diese Matte da reinzukleben. Mit dem Klebstoff. Heute haben wir natürlich schön warm, man sieht's ja. Es ist Sommer. Und wenn wir jetzt den Klebstoff nehmen, der so zu schnell ist, dann schafft man das gar nicht. Okay. Bei den Temperaturen. Die eigentliche Matte kleben wir gleich mit dem gleichen Klebstoff, wie wir auch von außen die Naht auffüllen. Ja. Das heißt, die Matte kommt jetzt nicht mit irgendeinem Harz da drauf, sondern wir kleben die Matte mit dem Kleber. Mit dem Klebstoff, genau. Okay. Es gibt da verschiedene Geschwindigkeiten. Es gibt da einmal, ich sag mal nicht bei den Temperaturen, aber bei normalen 23 Grad, sage ich mal, gibt es einen, der nach 60 Sekunden anzieht, also die Topzeit hat. Es gibt einen nach 3 Minuten und 10 Minuten. Und im heutigen Fall würde ich die 10 Minuten gerne nehmen wollen, weil es ist so warm heute. Das heißt, hier Hannover. Nehmen. Dieses Produkt hier. Das habe ich das richtig gegriffen? Das ist der SF, den würde ich sonst nehmen, weil es recht schnell geht. Habe ich 3 Minuten Zeit. Aber für die Temperaturen heute wäre das zu schnell. Das ist ultra fast, es ist noch schneller. Und das heißt, der ist? 60 Sekunden eigentlich. 60 Sekunden ist der hier. Hier ist eine andere drin. Aber das heißt, jetzt war ich zu schnell. Welchen nehmen wir jetzt? Den 3 Minuten. Nee, wir werden den langsam nehmen heute. Es gibt einen, der ist noch langsamer als 3 Minuten. Ja, weil mit dem schnellen könntest du auch die Halter ankleben und nachstellen. Okay. Das heißt, wir haben drei Klebstoffe zur Auswahl. 60 Sekunden, 3 Minuten, 10 Minuten. Ja. Je wärmer es ist, je schneller wird er trocken. Ja. Deswegen nehmen wir das 10 Minuten Produkt heute. Damit wir heute den langsamen Klebstoff, weil bei den Temperaturen heute schaffe ich das nicht, hinten so schnell zu machen. Wenn der vollständig ausgehärtet ist, sind aber beide gleich. Ich nenne es jetzt mal fest. Von der Chemie her sind sie alle gleich. Nur die Geschwindigkeiten, also ein Klebstoff quasi, plus drei Geschwindigkeiten gibt es. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine Nase oder einen Halter ankleben will, nehme ich natürlich den schnellklebenden, damit ich nicht so lange halten muss. Ja. Zum Beispiel den hier abgebrochen ist. Zum Beispiel den, der abgebrochen ist. Oder wenn er ganz fehlt, dass man was nachstellen kann. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir das, eine Folie zum Beispiel. Ich mache das mal so. Dann würde ich auf der Folie was auftragen, würde ans Bauteil gehen, das Ganze umklappen und dann modellieren, also am Bauteil anlegen. Und hier dran modellieren, aushärten lassen, geht recht schnell. Die Folie abziehen, weil die wird ja nicht halten, wenn ich eine PE oder PP-Folie nehme. Und dann habe ich meinen Kunststoff hier, das kann ich noch bearbeiten mit dem Messer, kann ein Loch reinbohren und habe dann später einen Halter dran, wo er eigentlich hingehört. Aber auch wichtig, reinigen Primern vorher. Sonst reinigen Primern vorher, auf jeden Fall. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie zum Beispiel, wenn so eine Nase hier ausgerissen ist, das wäre so ein Beispiel gerade gewesen, das würdest du schleifen,
Primern, dann mit einer Folie das zurechtdrücken, wie es sein soll. Genau. Und dann halt in dem Fall 60 Sekunden halten weg und man hat eine stabile Fläche, wo man wieder bohren kann und so weiter. Richtig. Ja, jetzt warten wir 15 Minuten, dann geht's weiter. An der Stelle nochmal, das ist jetzt nicht nur eine Vorführung für mich persönlich, sondern wenn ihr Werkstattkunde seid und auch Bock auf eine Vorführung habt, nicht von Mike, sondern generell mit den Henkel-Produkten, in der Videobeschreibung unten ist ein Link, da könnt ihr euch registrieren und dann meldet sich einer von euch. Genau. Und kommt vorbei und führt eure Produkte so ein bisschen vor. Genau, wir helfen in den Werkstätten, wie es funktioniert. Das ist die Kutscherreparatur, das ist auch Scheiben verkleben, wenn man es austrennt und einklebt mit unseren Produkten, sowie auch Karosserieabdichtung oder Karosserieverklebung. Ne? Das ist halt einfach diesen Wisch ausfüllen oder online ausfüllen, abschicken und dann wird sich ein Kollege melden auf jeden Fall. Das Ganze deutschlandweit. Also wenn bei euch Interesse geweckt ist und ihr Bock bekommen habt und euch das nicht zutraut, es ist wirklich nicht schwer, könnt ihr einfach in der Beschreibung das Formular ausfüllen und dann meldet sich einer. So, jetzt wird aber geklebt hier. Genau, Vorgehensweise sind 2K. Alles was 2K ist, in die Pistole packen, Kappe vorne runter, einmal anpressen, dass beide Komponenten da sind, dass das Mischverhältnis passt. Hast du gesehen, es kam zuerst das eine, das Hände kam zuerst, dann da ist der Klebstoff. Dann das Mischrohr aufstecken, einmal verdrehen, jetzt aus der Mischspitze was verwerfen, sagen wir so 1-2 cm, damit die Durchmischung passt. Und dann kann ich hergehen, kann hier meine vorgeschnittenen Matten, die ich schon geschnitten habe, passend zu der Stelle hier, die ich dann einklebe, verkleben. Das heißt, die Matten nicht zu groß wählen, aber auch nicht zu klein? Ich sage mal, so ein Zentimeter über die Reparaturstelle wäre optimal. Okay. Man muss ja nicht so einen Flatschen da einkleben und einen Zentimeter überlappen lassen. Ja, das ist jetzt die Stelle, wo wir auch darauf achten müssten, theoretisch, wie die Stoßstange halt liegt, damit sie am Ende auch passend ist. Aber in dem Fall passt sich das wirklich gerade perfekt, wie man hier sieht. Also sie fällt gerade automatisch so in die Richtung. Ne? Sie liegt auf der Bühne gerade, da liegt sie auf und liegt optimal gerade. Ich würde jetzt hier anfangen mit der Reparatur hier unten. Kurze Frage, wenn diese Kartusche jetzt nicht leer ist danach, kann ich die Spitze im Müll schmeißen, zumachen und später das gleich nochmal machen? Also du verarbeitest das Ganze, die Spitze lässt du drauf, packst das Ganze beiseite. Beim nächsten Mal das Mischrohr runter, einmal wieder anpressen, neues Mischrohr drauf, verwerfen, weiter geht's. Ah, ich schmeiß das Mischrohr in meinen Müll und pack tatsächlich die Kappe wieder drauf. Ich dachte, die Kappe wäre... Nee, die Kappe weg. Kappe weg, okay. Die Kappe, die man hat hier, die ist nur halt, wenn es neu ist. Weil sonst vertauscht es eventuell und dann kommen die beiden in die falsche Kammer und dann verklebt es gleich hier vorne. Ja, wir haben was gelernt heute. Das Ganze durch den ganzen Klebstoff durch das Gewebe drücken. Das heißt, solange er draufdrückt, bis man sieht, dass er durchkommt. Ne? Korrekt. Und man sieht daran, dass Mike Profi ist. Ich hätte jetzt bei 3 Schnipseln auf jeden Fall schon den falschen gegriffen. Du wirst ja die vorher zurechtgelegt haben, welcher. Ich habe vorher das hingelegt, wie es sein soll, ja klar. Hier sieht man jetzt schön dafür, dass ja eigentlich gar kein Klebstoff nach außen aufgetragen war. Mike hat wirklich so lange drauf rumgedrückt, bis wirklich man jetzt mehr oder weniger die Naht richtig sieht. Also den Riss, da wo es weiß ist, ist logischerweise kein Klebstoff gerade, weil er auch keinen kommt. So habe ich die Rückseite halt jetzt versiegelt, also jetzt zugemacht. Das heißt, ich mache jetzt Klebstoff noch über die Matte drüber weg, damit sie kein Wasser ziehen kann. Ganz dünn nur drüber. Und später gehe ich von der Vorderseite und dann muss ich halt aufpassen, dass ich mit der Spitze im Material bleibe. Und es ist aber kein Problem, dass jetzt die Rückseite schon hart wird und wir die Vorderseite draufkleben? Nein. Nein, nein. Das ist kein Problem? Nein. Okay. Gedacht hatte ich, ich könnte es am Fahrzeug machen, nur ist der Spalt, der war so groß und hat alles nicht so gepasst, war auch Spannung. Dass wir jetzt gesagt haben, wir bauen sie ab und machen erst die Rückseite und bauen sie dann fertig. Achso, das machen wir am Auto wieder? Weil ich nein, ich würde jetzt, wir können es machen. Weil ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass wir die Vorderseite so lange kleben müssen, wie die Hinterseite noch nicht komplett ausgehärtet ist. Nee, wir können das machen, wir können es aber auch hier vor Ort machen. Ja. Na, hier müssen wir halt nur mal schauen, weil das jetzt ja hier variabel ist, sage ich mal, dass am Ende auch passt. Da war natürlich optimal, wäre es dann, wenn wir es am Fahrzeug, aber ich habe da schon so ein bisschen hier diese Kante, ich weiß ungefähr, wie viel ich hier zusammen muss, dass es passt. Ja, okay. Und im Vorfeld schon angeschaut. Na, man kann mit der Reparatur, der Kunststoffreparatur, recht viele Sachen machen. Na, wenn du mal schaust, ich habe da mal so ein Muster mitgebracht. Mhm. Man kann auch so Löcher zumachen, zum Beispiel von Kennzeichen. Kennzeichen. Das andere zeigen wir noch nicht. Nee, mal gucken, da lassen wir uns irgendwas Cooles mal einfallen. Man weiß ja nicht. Muss ja noch ein bisschen was offen lassen für die Zukunft. Man kann wilde Sachen damit machen. Man kann deutlich mehr machen, als man eigentlich denkt. Auf jeden Fall. Mit der Kunststoffreparatur habe ich so viele Möglichkeiten. Auch wenn man verbreitet und nicht passt, wenn ich so einen Bausatz mir kaufe. Da gibt es ja verschiedene Bausätze und ich baue die mal an und die Spalte sind recht breit. Mhm. Dann mache ich es immer so, ich klebe Panzerband auf die Karosserie, dass es möglichst glatt ist. Trage dann, also behandle die Verbreiterung vor, schleife die an,
prall mal die, trage den Klebstoff auf, drücke die Verbreitung an die Karosserie, der quillt es oben raus auf dem Klebeband. Mhm. Und dann gehe ich mit dem Finger einmal drüber weg, streiche das glatt, lasse es aushärten. Und wenn ich sie abbaue und anbaue, passt sie 100% zum Fahrzeug. Ja. Wenn der Lackierer nachher sie nicht falsch aufhängt, heizt und sie verzieht. Ja, klar, verzieht sie wieder. Okay, das heißt, hier machen wir jetzt aber auch schon, oder noch nicht? Ja, ich habe jetzt den SF genommen, da es heute recht warm ist. Ich gehe jetzt hier nochmal drüber und mache im Anschluss gleich dieses Teil hier mit rein. So, da ein bisschen mehr Zeit haben. Nein, es ist jetzt schon hart, also es ist jetzt, weil wir haben heute 30 Grad. Ja, Ich könnte einen Pinsel nehmen, ich könnte einen Spachtel nehmen. Mal halt glatt zu ziehen. Du sagst, Optik spielt keine Rolle auf der Rückseite. Wichtig ist nur, dass halt komplett geschlossen ist. Du siehst recht schnell, momentan er glänzt und wenn er dann langsam anzieht, dann wird er halt matt von der Oberfläche her. Ja, es ist wirklich schnell heute mit diesem Klebstoff das zu machen. Den nimmst du zum Beispiel auch für die PDC-Halter zum Einkleben. Diesen SF. Ja, so, bereitet man sich alles vor, klappt die Ecken hoch, macht einen Klebstoffpunkt unter, runter, fixiert es und fertig. Einige Minuten später, ich muss sagen, jetzt sieht das schon wieder hier nach einer Schussstange aus. Ne? Immer wieder krass, was eine so eine macht, ein bisschen Kleber, Klebstoff, sorry. Ja. Da bereit für das nächste Stockcar-Event. Ja. Auf die nächsten 400.000 mit dem Bus. Ey, sieht aber so auch geil aus, ne? Könnte man ein neues Art-Car rausmachen. Aber man sieht richtig schön, wie der Kleber sich so rausdrückt, ne? Reindruckender. Jetzt fülle ich quasi von hier aus und trage das Ganze auf und dann können wir es später verschleifen. Eine Sache haben wir jetzt bisher vergessen, das wollten wir nochmal warm machen. Ne? Können hin. Wir ausfüllen. Füllen wir aus. Wenn ich den Salz hochdrücke, drücke ich es da wieder mit weg. Jetzt passt es gerade so schön hier. Oh Gott. Alles klar. Und dann will ich jetzt Auftrag jetzt hier anfangen, mit der Mischspitze Material bleiben. Wenn da jetzt noch ein bisschen Luft zwischen wäre, kriegst du das aber gleich rausgedrückt. Ich drücke das jetzt den Klebstoff da rein. Also du drückst es so schon gleich. Also man sieht richtig, dass du ihn ja eigentlich nicht ziehst, sondern eigentlich der Klebstoff an sich rausdrückt. Ne? Mhm. Verteile es auch rechts und links ein bisschen so, dass er Haftung kriegt. Wenn da was fehlen sollte, kann man auch noch eintauchen, kann das hier nochmal ein bisschen auffüllen. Ne? Das geht also auch. Wie weit fällt der beim Abtrocknen ein? Gar nicht. Gar nicht? Also man braucht jetzt nicht irgendwie mehr stehen lassen, weil man Angst hat, dass... Ich lasse da mehr stehen, wo ich meine, da fehlt was. Oder da könnte ich besser, kann ich gut schleifen. Ich muss ja gut schleifen lassen von der Form her am Ende auch. Mhm. Man kann es hier modellieren, wie du das möchtest jetzt. Und dann so wird das okay. Hier kann man noch ein bisschen, da zum Beispiel, den Übergang besser ziehen. Und das lässt sich besser schleifen nachher. Mhm. Und den Rest kannst du mit Kunststoffspachtel machen, ja. Da hast du noch viele Möglichkeiten mit. Aber vorher schleifst du es auf jeden Fall. Vorher schleifen auf jeden Fall, genau. Jetzt trage ich unten noch auf, zack. Ja, ist hart, würde ich sagen. Das Ganze ist ausgehärtet jetzt, ne? Haben wir ein bisschen angeföhnt nochmal. Jetzt können wir das natürlich schleifen mit Absaugung und danach Kohlenstoffspachtel drauf, die Feinunebenheiten ausgleichen, dann Lackaufbau herstellen. Dann sind wir fertig. Also ich gehe jetzt gerade auf 120 wieder, nicht tiefer gehen. Steif das Ganze jetzt hier auf Fläche. Später mit der Hand nochmal hier kurz die Rundung machen, weil es mit der Maschine ein bisschen blöd, die Rundung zu machen. Und ja, dann. Lässt sich der Kleber relativ einfach schleifen? Ja. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass der tierisch hart ist, wenn das schon so ein Kleber ist. Nein, nein, der lässt sich super schleifen. Okay. Ja, dann let's go! Mike, das sieht mal wieder hervorragend aus. Ich will nicht sagen, das sieht aus wie original, aber es kommt dem sehr nahe. Ja, wir können jetzt noch mit Kunststoffspachtel, also Lackierer wird jetzt Kunststoffspachtel auftragen nochmal, dass die ganzen Sachen ausgleichen. Aber von der Reparatur her ist das halt fest. Ne? Bom, rücklich im Arsch. Das hält und die Übergänge sind schön, das ist das Schöne dabei. Ne? Also, jetzt muss man dazu sagen,
In matt sieht natürlich alles immer schon mal geil aus. Ne? Wenn man das jetzt lackieren würde, wäre das natürlich noch nicht perfekt. Nein. Aber dafür, dass du jetzt gerade nur den Kleber geschliffen hast, muss ich schon sagen, dass man, und was auch geil ist, jetzt sieht man richtig Kunststoffkleber. Kunststoff, ne? Wie sich der Kleber hier richtig eingearbeitet hat, ne? Ja, hier fehlt so ein bisschen was noch. Das kann man halt mit ausgleichen mit dem Kunststoffspachtel. Okay. Das heißt, normalerweise wäre das jetzt logischerweise nicht in der Reparatur mit drin. Reparatur gesagt, vorsichtig. Das, was du jetzt als nächstes machst, ist eigentlich Aufgabe des Lackierers. Das will Lackierer machen, ja. Weil ich glaube, das, was du dann jetzt gleich machst mit dem Kunststoffspachtel, da braucht man schon ein bisschen Gefühl für, dass man das nicht komplett wieder Form wieder schleift. Ne? Ja, du musst halt schleifen können, dass die Kante nicht eckig, also rund schleifst, sondern eine Kante bleibt. Und deswegen. Aber Faktoren. Da Mike wie immer Perfektionist ist, möchte er unbedingt noch den Kunststoffspachtel kurz auftragen, damit das Ergebnis hier eine 1 plus wird. Aber das ist schon, also das ist schon wirklich... Da kannst du wieder gegenfahren und bricht's hier, nicht mehr da. Challenge accepted. Hat so ein bisschen was von Camouflage-Look. Aber sieht top aus. Hätte ich nicht mit gerechnet? Doch. Habe ich mit gerechnet, weil ich kenne Mike jetzt schon ein bisschen länger. Weiß ja, wie es wird. Aber sieht genauso geil aus wie immer. Also kann man das wieder zum Lackierer geben, weißt du? Und ganz bisschen Feinspachtel noch rüber und Lack. Geil. Ja, das war S wie Stoßstangenreparatur. Denkt dran, wenn ihr eine Werkstatt habt, könnt ihr euch in der Videobeschreibung unter einem Link registrieren und dann kommt vielleicht Mike oder ein Kollege vorbei und führt euch das Ganze mal vor. Genau. Gar nicht unbedingt zu diesem Produkt, sondern zu jedem Henkel-Produkt. Vielen Dank, Mike, mal wieder. Bitte, dass du uns mal wieder etwas gelehrt hast heute. Die Stange kann jetzt im Lacker. Mal gucken, was wir noch so alles umbauen. Ein paar Ideen haben wir noch. Umgebaut haben wir ja nichts, aber du hast ja uns noch was gezeigt, was ich auf jeden Fall in ein Video einbringen muss. Aber dazu später mehr. Meter, was habe ich neulich gesagt? Meter Speer? Meter Speer. Meter Speer. War witzig. Danke fürs Zuschauen. Danke, Mike. Bitte, bitte. Und bis zum nächsten Mal.